Hallo und herzlich willkommen zurück zu Diablo 4. Ja, wir sollen uns mit Lora treffen, aber ich habe noch eine Kleinigkeit gesehen und das wollte ich noch mal kurz vorher mit euch machen. Und zwar denke ich mir mal, wo ist denn jetzt der Schmied hin? Ach, Ihr da. braucht Stahlarbeiten? Nee, ich brauche Reparaturen? keine Stahlarbeiten. Ich möchte gerne etwas aufwerten, glaube ich zumindest. Ach, ich kann es nicht aufwerten. Warum kann ich es nicht aufwerten? Gewogene Moment, Winde, Moment, werte Moment. Freundin. Oder geht das nur bei der Schmuckhändlerin? Die waren ein Stückchen weiter oben. Nee, hier konnte ich, glaube ich, nicht durch. Weil ich habe nämlich gesehen, das Amulett könnten wir rein theoretisch noch zweimal aufwerten. Soll ich etwas für euch schätzen? Nein, sondern etwas aufwerten. Ja, damit. Hallo? Damit scheint das zu gehen. Und zwar kostet das zwei. Ah, ja, wir hatten die Steine nicht. Das war's, genau. Bisschen mehr Schadensreduktion und so. Ja, perfekt. Das nächste haben wir zwar wieder nicht, aber immerhin konnten wir jetzt Dann noch macht es eine gut. Stufe machen. Dann werde ich mich auf jeden Fall erstmal aufmachen. Ist das noch drin? Ja. Erstmal aufmachen, um zum Zielort zu kommen und wir sehen uns dann gleich wieder. Ja, und wir sind in einem komplett neuen Gebiet angekommen. Da ist er. Ich bin hier, Lorat. Gut, dass ihr hier seid. Nur leider ohne Armee oder Belagerungswaffen. Elias ist hier? Zweifelsohne ist er im Palast. Hinter der hohen Mauer und den verriegelten Toren. Wir können nicht hindurch. Ihr wisst, wer es kann. Solaya. Tja. Ah, wie viele Nachrichten waren es? Wie lange sitzt Oyun schon bei diesen Schlechtern dort drinnen fest? Sie ist vielleicht die Letzte, die den Tunnel kennt. Falls sie noch lebt. Falls der Tunnel existiert. Ihr vertraut mir nicht. Natürlich nicht. Ihr seid eine Diebin. Vor Jahren wart ihr nützlich, ja. Doch ihr habt offensichtlich andere Gründe für eure Suche nach Oyun. Das geht euch nichts an. Wenn ich nach Oyun suchen müsste, wo würde ich beginnen? Sie hat ein Haus am Marktplatz. Wir wollten uns dort treffen, doch mir war der Weg versperrt. Kommt bitte in einem Stück wieder. Ich bin noch nicht überzeugt davon, dass diese Oyun das Risiko wert ist. Vielleicht überzeugt ihr mich vom Gegenteil. Vielleicht. sollten wir jetzt hier rein? Ich bin mir gerade nicht sicher. Moment. Doch eigentlich ja, oder? Findet den Marktplatz. Und das ist ja da oben. Ja, doch. Okay. Dass sie mich hier einfach alleine lassen, so eine Sauerei. Na gut. Dann. Hier schon tot, okay. So, die Frage ist jetzt nur, wo beziehungsweise in welcher Richtung liegt jetzt dieser Marktplatz? Ich habe keine Ahnung. Aber wir nehmen einfach mal alles an, was wir hier haben. Und wir laufen jetzt doch in die Richtung, wo ich eigentlich nicht hin wollte. Es kann natürlich auch sein, dass der Marktplatz unten ist. Ich habe absolut keine Ahnung.
ihr euch mal entscheiden, ob ihr von oben oder von unten anfangen wollt. So. Was für ein Gematsche hier. Jetzt zwar immer wieder auf irgendwelche Gegner, aber das ist halt das Blöde, dass man nie so genau weiß, in welche Richtung man überhaupt laufen soll. Ich denke nicht, dass das richtig ist, oder? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Vielleicht kann man von hier oben ja auch so Aladdin-mäßig die Stadt besser erkunden. Ich weiß es nicht. Hier geht's jetzt wieder rund. Ah! Lass nicht zu, dass sie mich kriegen! Nein, 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 keine Panik. Danke, danke. Kein Thema. Habt ihr jemanden namens Oyun gesehen? Ich weiß nicht. Die Kannibalen holen sich alle. Sie töten und fressen. Aber manche schleifen sie fort. Zu den Gefängnissen, wie ich gehört habe. Warum sollten diese Monster irgendwen am Leben lassen? Die Gefängnisse. Vielleicht könnte Oyun noch am Leben sein. Blutbad. Können wir da drin noch irgendwas holen? Opferungen. Hunger. Ich meine, es gibt verschiedene Gründe. Oh. Ich dachte eigentlich, wir kommen da runter. So geht's auch. Moment. Überqueren möchte ich nicht, aber ich will wahrscheinlich da oben. Kann ich da... Nein, ich will da runter. Ach, lass mich doch da runter, Mann. Ach, dann gehe ich halt hier runter. Ihr könnt mich doch mal gleiten, genau. Da ist irgendeine Falle. Ach so, Falke, nicht Falle. Aber eine Falle ist es auch irgendwie. Hallo, was war denn das gerade? Das nennt man Ketteneffekt. So. Hilfe! Schon wieder. Wo ist die hin? Ist einfach weggelaufen oder was? Geht's noch? Oder war die das jetzt? Habe ich die jetzt ermordet? Ups. Okay. Kommt her, kommt her. Nicht alle auf einmal, bitte. So, die Gegner werden stärker, habe ich das Gefühl. Ich denke, wir sind auf dem richtigen Weg. Nach oben oder nach rechts? Wahrscheinlich kommen wir irgendwann dann wieder ans Gleiche. Wir kommen schon wieder ans Gleiche, okay. Okay, das war so nicht geplant, aber wir machen uns mal das Tor auf. Ja. Cool. So, die Frage, welches Tor? Da, hier irgendwo, oder? Ich denke mal, hier war das, oder? Verlassener Vorraum. Rechts oder links dürfte wahrscheinlich egal sein. Normalerweise gehe ich immer links, aber... So wie sich das hier anhört, wäre das wahrscheinlich besser gewesen. Möchte ich mich mit dir anlegen?
Okay, ich dachte, das wäre schon so ein Bekloppter wie dieser eine. Der wohl immer mal wieder, so wie ich gehört habe, in Verliesen ist. Der Butcher heißt er, glaube ich. Wir machen einfach mal die Gefängnistüren kaputt hier. Wollte gerade sagen, passiert da gerade noch was? Nicht von auf Abwägen gehen, Jungs, ne? Ich brauche euch hier noch. Oh, das ist so groß und unübersichtlich. Ich habe den Schlüssel. Obwohl ich noch gar nicht wusste, dass ich ihn brauche, aber egal. Oyun, seid ihr hier? Wer ist da? Ihr seid nicht er. Wer seid ihr? Das Hacken, es hat aufgehört und ich dachte, er würde mich als nächstes holen. Eure Freundin Solaya hat mich geschickt. Sie ist immer noch hier? Ihr werdet sie bald sehen. Wir müssen über den Markt. Ich kenne einen anderen Weg. Er ist sicherer. Der alte Gefängnisflügel. Er wurde vor Jahren nach einem Erdbeben versiegelt. Und wie kommen wir dann da durch, wenn der versiegelt ist? Naja gut, ich meine, ich habe ja eine gewisse Magie, ne? Woher sind die Kannibalen gekommen? Hier. Sie waren Gefangene. Ein Clan von Banditen. Angeführt vom Tyrannen Brohl. Ich habe ein Gespräch mit angehört. Über ein neues Zeitalter, das kommen würde. Und den Mann, der es einleiten würde. Elias. Ich glaube, er hat sie zu diesen Monstern gemacht. Sie entfesselt. Die Mauer da vorne. Das war früher der Eingang zum alten Gefängnistrakt. Könnt ihr sie durchbrechen? Klar. Noch was? Ach, die würden die auch angreifen hier. Ja, das ist ja cool. Nein. Ich dachte, es wäre sicher. Wir schlagen uns durch. Bleib dicht bei mir. Hallo, ich bin Leichenbeschwörer. Natürlich ist das sicher. Wie gesagt, so lange, bis mich einer vom Gegenteil überzeugt. Aua. Genau. Ich lasse den explodieren und im Nachhinein haut er noch durch mich durch, oder was? Geht's noch? Wo müssen wir denn jetzt hin? Wo ist sie denn jetzt? Achso, da. Steht mitten in mir drin, hallo? So geht's aber nicht. Mich getroffen oder was? Juhu, Levelaufstieg. Achso, Moment, Levelaufstieg. Dann hauen wir uns direkt doch nochmal einen Punkt hier rein. Sehr schön. Ja, genau. Sonst hast du keine Probleme. Oh, da unten ist noch Gold. Ja.
Geht es noch, mein Freund? Geht es noch? Grabstaub, wie... Hallo, ich stehe so weit weg. Trotzdem werde ich hier von der Explosion mitgepackt, oder was? Haben wir jetzt hier alles. Sie wartet nämlich auf uns. So. Seht, ein Riss in der Wand. Ja, ja. Wir nehmen den Riss. Ach, wartet. Ich kann nicht. Das Licht. Es tut weh. Vampir? Seid ihr bereit? Ja. Wo ist sie? Was denn nun? Tut dir jetzt das Licht weh oder nicht? So, sie ist wahrscheinlich da oben, nehme ich mal an. Deswegen müssen wir die andere begleiten. Die sind voll aufgeladen, sehr schön. Was ist das denn hier? Ist da ein Ei drin oder was? Das sieht irgendwie komisch aus. Bring Hallo? Das Tier zum Schweigen. Ganz ruhig. Es ist jetzt sicher. Hier oben kann dir nichts geschehen. Oh, hallo Pferdchen. Solaya. Oyun. Oh, du bist zurückgekommen. Du hast gewartet. Dich in Gefahr gebracht. Oh, natürlich habe ich das, du sture Kuh. Wo sollte ich ohne dich denn hingehen? Hauptsache weg von hier. Nun, ich muss zugeben, ihr seid vom Glück gesegnet. Ah, Lorat hat sie hier auf die Suche nach dir geschickt. Sie müssen dringend in den Palast. Es gibt einen alten Fluchttunnel. Der Eingang liegt in den nahen Kavernen, hinter einem Alkoven mit dem Kreuz des Aufsehers. Zwei Säbel am Griff verbunden. Drück den linken Knauf und der Weg ist frei. Kavernen. Es könnte schlimmer sein. Wanderin. Ich danke euch. Gebt gut auf euch Acht. Auf geht's! Höher! Das war das Pferd des Händlers. Das bleibt besser unter uns. Also, erstens, sie hier hat einen Namen. Den darf man auch gerne sagen. Und zweitens, warum kann jeder verdammte NPC ein Pferd benutzen und ich bin schon im dritten Akt irgendwo, weiß ich nicht, Mitte oder so, keine Ahnung, und ich krieg immer noch keins. Das macht mich sauer. So, das wollte ich nur mal loswerden. Lorat? Wisst ihr, als wir uns das erste Mal trafen, nahm ich an, dass euch diese Verbindung mit Lilith in die Dunkelheit führen wird. Genau wie Elias. Aber nach all den guten Taten, die ihr hier vollbracht habt, lag ich vielleicht falsch. Wir werden sehen. Hallo, natürlich lagst du falsch. Ich bin der Held hier, ja? Wollte ich nur mal gesagt haben. Sprecht mit Lorat am Eingang der Schlachtergrube. Die ist relativ ums Eck. Wieso haben wir denn hier? Den haben wir aber auf jeden Fall schon freigeschaltet. Na gut, okay. Ach, das war, glaube ich, oder? War das das, wo wir eben gewesen sind? Ich bin mir nicht sicher. Egal. Achso, das war der Dorfbewohner. Ich dachte schon, das wäre dann der Händler. Da können wir nicht rüber, also müssen wir dann ebenfalls hier unten rum. Schauen wir doch mal, ob wir noch was finden auf dem Weg. Abgesehen mal vielleicht von der einen oder anderen Leiche. Hallo? Oh ja, das nehme ich doch gerne mit. Galgenrebe. Kaputt machen und einsammeln ist immer sehr, sehr wichtig. Zumindest wenn man hier Sachen verbessern möchte. Heilen müssen wir uns nicht.
Ja. Während ihr in der Stadt wart, habe ich über Elias Pläne nachgedacht. Welches der geringen Übel er beschwören will. Was er Gul'ran antat, ist ein Hinweis. Er hat es in Blut getränkt. Das bedeutet, sein Ziel ist wahrscheinlich Duriel oder Andariel. Was macht das für einen Unterschied? Duriel ernährt sich vom Schmerz des Leibes. Andariel bevorzugt die Qualen des Geistes. Wer auch immer es ist, sollte Elias Erfolg haben, werden viele weitere Städte Gul'rans Schicksal erleiden. Wir können nur noch hoffen, dass er die Beschwörung noch nicht abgeschlossen hat. Herr Grube. Oyun meinte, der Tunnel befände sich in einer versteckten Nische. Ja. Das hilft mir jetzt gerade überhaupt nicht weiter. Aber egal, wir gehen jetzt mal hier durch. Ich würde sagen, da habe ich doch gerade noch was gesehen. Ich bin noch nicht bereit. Ja. Wollte doch das drucken, nicht das andere. So, ich mag diese schleimigen Viecher nicht. Er greift auch mit an. Ja, ist ja cool. Ist hier unten da noch irgendwas? Nee, ne? Hab ich das Rohleder jetzt bekommen? Ja. Was haben wir denn hier noch Feines? Oder Ekliges? Oder beides? Rechts oder links? Ich weiß nie, wo ich hin muss. Du solltest nur die Sachen aufnehmen. Leder. Ah, da ist was. Da vorne. Könnte es das sein? Vielleicht. Wahrscheinlich. Sind wir hier richtig? Zwei Säbel. Genau wie Oyun es beschrieben hatte. Ja, dann auf, auf. Das? Nix. So, untenrum gibt es nichts, ne? Genau, lauf erstmal gegen die Wand. Moment. Hört ihr das? Stimmen. Warum bleiben wir hier? Ich brauche mehr Beute. Mehr Fleisch. Und ihr werdet es bekommen. Sobald Elias sein großes Werk vollbracht hat. Welches Werk? Ihr werdet schon sehen, Brohl. Die Samen, die wir gesät haben, werden Früchte tragen. Gul'ran wird neu geboren und damit auch... Welches Werk? Elias. Er ist bereit, Andariel in die Welt zu rufen. Ihre Kraft wird uns unvorstellbar mächtig machen. Und natürlich... werdet ihr mehr Fleisch haben. Ich will zusehen. Gewiss, großer Brohl. Ihr werdet der Ehrengast sein. Okay. Sind wir denn auch eingeladen? Ich habe bisher noch keine Einladung erhalten. Andariel, die Herrin der Qual. Das ist das geringe Übel, das er beschwören will. Mögen die Himmel uns beistehen. Ja. Oder die Hölle, ne?
Die darf uns auch mal beistehen. Immerhin geht's ja darum. Hab ich gerade ein Pferd abgeschossen? Ah, nee, das sah so komisch aus hier. Was war denn das gerade für ein Zeichen? Noch, Moment, nach unten gehen wir doch wieder zurück, oder? Ich bin mir nicht sicher. Was, Behälter? Ah, da ist auch Gold drin, sehr schön. Ich probiere es mal hier. Da kommen wir nicht weiter. Hallo, jemand zu Hause? Wir wollten auch mit zur Party kommen. Ich habe auch noch ein paar Freunde mitgebracht. Hallo, wo findet die Party statt, Leute? Ist jemand vom Komitee da? Läufst du auch mitten rein, du Trottel? Boah, das ist immer so unübersichtlich. Ah, da. Der Meister ruft die Maid herbei. Ihr werdet ihn nicht stören. Ihn wollten wir auch nicht stören, nur dich. Jetzt keine mehr. Schade. Nein. Greift sie an. Ich brauche mehr Zeit. Nein, brauchst du nicht. Freudiges Urteil. Nein, 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 nein. Bereit. Doch, bist du! Sag ich doch.
Untersucht das Zeichen der Versiegelung. Achso, hier. Eine grauenhafte Ansammlung halb verzerrter Leichen. Fetzen edler Kleidung liegen nahe, dass es sich um die Überreste der königlichen Familie handelt. Oha. Na gut. Ich würde nur gerne nochmal ein paar von euch wiederholen. Sind wir jetzt wieder vollständig? Bin mir nicht sicher. Seht euch das nur an. Ein Archiv des Verbotenen, von Elias höchstpersönlich kuratiert. Er muss vorhaben, Andariel andernorts zu beschwören. Aber seine Nachforschungen hat er hier angestellt. Seht euch um. Vielleicht finden wir Hinweise, wo das Ritual stattfinden wird. Natürlich. Zeichnungen dreier Schreine, die jeweils eines der großen Übel darstellen. Diablo, Baal und Mephisto. Unter den Darstellungen hat Elias geschrieben, nur die Gesegneten vermögen den Pfad zu öffnen. Gesegnet? Für was? Oder wie? Oder warum? hier ist nichts mehr, so wie es aussieht. Da hinten war gerade noch was im Leuchten. Die Prophezeiung bewahrheitet sich vor meinen Augen. Es war richtig, etwas zu unternehmen. Wenn die großen Übel kommen, finden sie keine leichte Beute vor. Wir werden bereit sein. Unsere Wiedergeburt beginnt hier, da Andariel an das Herz von Gul'ran gekettet ist. Sie wird sich an dem Leid in dieser Stadt der Pein laben, und wir laben uns an ihr. Andariels Macht wird unser sein, und wir können sie gegen die anderen Herren der Hölle nutzen. Wenn mehr sterben müssen, damit das gelingt, dann sei es so. Ich werde euch nicht enttäuschen, Mutter. Ah, schön. Er hat Sachen gesammelt. Chroniken des ewigen Konflikts. Einige dieser Folianten sind tausende Jahre alt. Immer wenn ich was öffne, kommt irgendein Gequatsche. Im Zentrum der Karte liegt der Tempel der großen Übel, eine uralte Anlage, die unter dem Berg Zivo begraben liegt. Notizen wurden auf das Papier gekritzelt. Da sind wohl Berechnungen, wie viele Einwohner Gul'rans für die Ausgrabung des Tempels vonnöten wären. So. Ich habe das hier gefunden. Andariel. Gekettet an das Herz von Gul'ran. Ihr böses Treiben wird nicht hier eingeschlossen bleiben. Es wird das Land in Leid ertränken. Das ist schierer Wahnsinn. Ganz im Gegenteil. Elias' Verstand ist klar, ausnahmsweise einmal. Als ich ihn kannte, suchte er nach einer höheren Bedeutung. Ich konnte sie ihm nicht geben, und so wandte er sich Lilith zu. Ich hielt ihn nicht auf. Ich ließ zu, dass er das hier wurde. Jetzt haben wir die Chance, es wieder gut zu machen, bevor die Dinge noch schlimmer werden. Ja, wir haben, was wir brauchen. Die Beschwörung findet im Tempel der großen Übel im Berg Sivo statt. Wir müssen einen Ausgang finden. Wie ich Elias kenne, muss er für den Ernstfall einen Fluchtweg gehabt haben. Hinter dem Regal. Das ist wohl das Einzige, was er von mir gelernt hat. Und wie kriegen wir das? Ah, okay. Was jetzt? Ich hätte ihn töten sollen, als ich die Chance dazu hatte. Wir müssen uns beeilen. So, die Quest ist abgeschlossen. Wir konnten gerade noch mit ihm reden und jetzt ist er gerade verschwunden. Hallo? Ja. Auch nicht schlecht. Das sieht mir so nach einem großen Finalkampf aus hier. Und unser Freund ist jetzt einfach verschwunden. Finde einen Weg in den Tempel der großen Übel. Ja gut. Dann machen wir das doch. Dann würde ich allerdings sagen, dass ich die letzten... Oder?
Nein, ich mache einfach jetzt hier weiter, denke ich mal. Ich bin mir nicht sicher, wie ich das jetzt am besten schneide, aber ich denke mal, hoffe, dass wir das noch schaffen, weil ich habe leider nicht mehr so viel Zeit heute. Ich hoffe, dass wir das hier wenigstens noch zu Ende machen können. Wir sind aber jetzt draußen, oder? Moment, links ist noch... Links würden wir jetzt tatsächlich... Ja, wir sind auf jeden Fall draußen, davon mal abgesehen. Und wir würden hier tatsächlich nochmal einen Pot bekommen. Ja, das ist doch wunderbar. So, dann ist das doch der perfekte Zeitpunkt, dass ich hier mal einen kleinen Cut mache. Dass wir dann... warum auch immer das jetzt da falsch eingestellt ist, dass wir dann in der nächsten Folge durch dunkles Glas, also zum Berg Sivu gehen werden. Dann werde ich die beiden Folgen nämlich zusammenschneiden. Das wird dann doch eine etwas längere Folge sein. Und ja, dann schaffe ich es wenigstens heute noch rechtzeitig und habe keine zeitlichen Probleme. Außerdem ist das hier ein guter Spot, weil normalerweise ist es ja so, dass wenn man hier so einen Wegpunkt freischaltet, der auf jeden Fall perfekt speichert. Also sage ich mal, bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.